speziell dieses Thema erforscht haben. Dazu gehöre ich nicht. Ich bin also Hören Sie genau hin. Wenn Sie diese Wohnanlage in Augenschein nehmen, um die es geht, 30 Jahre wohnte ich da, was ich alles erleben musste, was ich alles, ja, nicht zur Strafanzeige brachte, weil eben beide, der eine so, der andere so, Staatsanwälte im Tennisclub gesagt haben, wenn du ein Augenmerk darauf richtest und denen ein Gschnufferi gibst, auf Fränkisch, also eine Aufmerksamkeit, dann hast du mit Sicherheit, wie hat er gesagt, einen Hochofen auf dieser Wohnanlage. Ich habe mich daran gehalten, ich habe die Strafanzeigen, also bis jetzt, noch nicht gestellt, im Sinne ja, meiner Gesundheit. Jetzt weiß ich, ich hätte vorher schon bei den diversen Manipulationen Strafantrag stellen müssen. Aber wie gesagt, macht man es so, kann es richtig sein, kann es falsch sein. Macht man es anders, kann es richtig sein, kann es falsch sein. Macht man nichts, kann es richtig oder falsch sein. Nachtcafé Michael Steinbrecher, ein super Typ. Ich kenne ihn vom Deutschen Fernsehpreis und unter anderem aktuelles Sportstudio Mainz Lercheberg und Baden-Baden, Sportverband des Jahres. Und jetzt der Schock. Jetzt bringe ich ihm aus den fantastischen Umgebungen, also Deutscher Fernsehpreis, Sportlerwahl, Baden-Baden, nicht nur 2006, auch andere Jahrgänge, immer kurz vor Weihnachten, und aus dem Kurhaus Baden-Baden und Lerchenberg. Und jetzt auf einmal bringe ich diesen Mega-Stalking, Mobbing und Mordversuchhammer gegen meine Person. Ich weiß, dass er sehr einfühlsam ist, wie er das alles packt, was er in seine Sendung Nachtcafé einlädt. Meine Hochachtung, was er zu verarbeiten hat. Mir reicht schon der Müll, den ich zu verarbeiten habe, die Erpressungseinheiten, die ich zu verarbeiten habe, damit diese Täter nicht nur hinter Schloss und Riegel, sondern auch zur Kasse gebeten werden. Der größte Teil der Regresssummen, Plural, ja, ich weiß nicht, ob 1 Milliarde Euro ausreicht. Das sind gewaltige Walnüsse noch zu knacken. Und Sie sehen hier einen Boxhandschuh. Warum? Unter dem Aspekt Muhammad Ali, no limits, courage. Eine Expertin, um diese Frage zu beantworten. Allerdings, was Sie sagen über die Facetten der Persönlichkeit, also mit dem Fall Unterweger habe ich mich natürlich auch beschäftigt. Das ist warum ziehe ich jetzt diese Fälle heran? Damit die Aufmerksamkeit exorbitant in die Höhe schießt. Ich bin am Leben. Hören Sie meine Stimme? Ich bin am Leben. Am letzten Tag, am letzten Erpressungstag des Anwaltes, vor meiner Wohnung stehend, gegen 18.10 Uhr, 18.12 Uhr, kam er wie ein Schließer aus einem Gefängnis, schloss die Tür der Wohnung zu und sagt, sie haben jetzt Anlagenverbot. Um 18 Uhr hätten alle Sachen abtransportiert werden sein sollen. Das kann man wieder sagen, das ist grammatikalisch falsch. Nein, es geht jetzt hier um diese Sache. Es kann auch sein, aber es geht jetzt hier um die Sache, genau hinhören. Und dann war dieser Herzinfarkt. Ich ging dann in ein Reisebüro, Südwind, musste mich hinsetzen, weil es mir, wie sagt man, schwummrig oder ja, schwankend schwach auf den Beinen wurde. Und dann kam ein Unternehmer an den Apparat und ich fragte ihn, also als ich den anrief, weil ein Spediteur
hat einfach mich stehen lassen, weil zu viele Sachen im Hof standen, Computer etc. im Hof standen. Und das, oh, nahe Winter, also Oktober, November. Und wer weiß, was noch alles kaputt gegangen ist, feststeht, dass einiges mir dann enteignet wurde, weil ich es aufgrund der Fußverletzung in 3 Tagen nicht, schaffen konnte, dieses alles zu sichern. Also ich hatte nur 3-mal 10 Stunden von 8 Uhr bis 18, von 8 Uhr bis 18. Und der letzte Tag, den durfte ich nur bekommen bei einer Zahlung von 200 Euro Aufwandsentschädigung und so weiter. Also wie gesagt, ich musste dem nachkommen und dadurch konnte ich natürlich nicht alles schaffen, weil der verletzte Fuß Vorrang hatte, sollte Vorrang haben. Wenn man den Fuß verliert aufgrund eines fortgesetzten Wundbrandes, dann kann das natürlich letal ausgehen. Aber, wie gesagt, letal, bewusst letal, weil man weiß nicht, was sich damit noch verbindet bei dieser Wundbrandgeschichte, Entzündungsherde etc. pp. Kann auch eine Blutvergiftung geben. Das hat diesen Anwalt nachweislich, ich habe Zeugen und natürlich Online-Verbindungen direkt, die ihn dann in der Reaktion vernommen haben. Weiteres sage ich noch nicht. Hören Sie genau zu. Das ist ein Verbrechen in einer anderen Form. Subtile Schusswaffe, sage ich. Subtil. Psychoschusswaffe. Sie werden jetzt denken, okay, was redet der da? Ich weiß, von was ich rede. Jemand, von dem ich als Psychologe sagen würde, der hat einen sehr hohen Psychopathiewert. Menschen mit einem hohen Psychopathiewert haben ja eine sehr gute Fähigkeit, Menschen emotional zu beeinflussen, ihnen das zu schenken, was sie sich wünschen. Sie sehen, was möchte der andere, was bräuchte der andere, und sie können intuitiv darauf eingehen und dem anderen das Gefühl geben, eine Verbindung herzustellen, die sehr schnell, sehr intensiv werden kann. Das heißt jetzt nicht für alle Täter per se, sondern gerade jetzt für diesen Extremfall eines Täters, kann ich mir vorstellen, dass gerade diese Fähigkeit, die Menschen mit dieser Eigenschaft haben, gezielt viele Frauen anzieht. Das also ist ja auch in diesem Spezialfall möglich. Es sind Taten, die unmittelbar nichts mit meinen Geschehnissen Hölle, Nürnberg Nord, 30 Jahre hinter der Burg zu tun haben. Es geht lediglich darum, diese Fachkräfte darauf zu sensibilisieren, dass sie diese Täter hinter der Burg aufsuchen, interviewen und genau das machen, um aufzuklären, was diese Täter, weil ich rettete Menschen und wurde dann angegiftet, was haben diese Fälle auf unserer Anlage zu suchen? Was hat eine Lehrerin mit Kind auf unserer Anlage zu suchen? Die soll sich doch ihr Abendmahl oder ihre Lebensmittel woanders zueignen, weil ich gesagt habe zum Hotelier, ich bereite gerne irgendwie eine Möglichkeit vor, richte gerne einen Platz ein, wenn ich es irgendwie kann, damit nicht im Hotel Tag ein, Tag aus eben diese Pilgerschaft stattfindet. Bei mir war ja nur die Mutter mit Kind. Oder ein Bekannter von ihr, der dann die Sachen, weil ich kann nicht alle Sachen mit dem Fahrrad verfahren, nach links, nach rechts, Süden, Osten, Osten weniger, aber Westen. Und das wurde mir unter anderem vor Jahren schon mal zum Verhängnis. Das interessiert nicht. Wir sind nicht hier die Wohlfahrt-Umgebung, oder da gab es noch einen speziellen Ausdruck. Diese Leute haben hier nichts zu suchen, obwohl das ja ein städtischer Durchgang ist. Und ich habe nur
dem Hotelier, der mir sehr viel Freiraum gibt, Gegenwart, auch mal was Gutes getan und suchte nach Lösungen. Und dann hat ein Parkplatz, der lange leer stand, den ich vorher anfragte, zweimal per Mail an meinen Vermieter, ich hätte gerne diesen Platz für ein paar Zwischenablagerungen oder ja, Lagerungen auf Zeit. Und dann kam eben noch ein Notfall dazu und dann kam eben noch ein Display dazu und dann diese Rollen, die Dekorollen für eine Bühne, die ich brauche. Die sind jetzt woanders zwischengelagert für Aufsager, weil die sofort eine andere Tapete darstellen. In Pink, in Blau, in Grün, in Orange. Je nachdem, wie man die Situation eben zum Casting bzw. zum Shooting benötigt. Und das hat eben dazu geführt, weil eben unter anderem das aufmerksam wurde, das Eck neben dem Treppenaufgang. Das ist alles dokumentiert. Dafür gibt es auch Videos, weil ich in diese Videos auch gesprochen habe und aufgezeigt habe, was da alles dort stand. Dann waren auch zwei Fahrräder mal dort gestanden. Ja, und das hat alles gestört. Die Abgase in der Tiefgarage mit laufendem Motor bei reparierenden Angelegenheiten, diese toxischen Werte haben nicht gestört. Nein, die Ananas und Radieschen, die überlagert aus Versehen waren, aufgrund weiterer Notfälle, wie ich schon angeführt hatte, das hat gestört. Und da ist man dann hellhörig geworden und das muss weg. Und wenn Sie diese Gesichter gesehen hätten, diese Gesichtsausdrücke, also ich hätte niemals so eine Mimik auf einem Komposthaufen gezogen. Also ich möchte es nicht weiter beschreiben. Jedenfalls, wenn man diese Auren sieht, diese selbstzerstörerischen Auren, dann weiß man, kann man sich ungefähr vorstellen, welch Klientel dort zum Schein eben sich wichtig tat, um hier sich hervorzutun und einen anderen zu erniedrigen, obwohl die nicht wussten, wo ich mit wem, wann, auf welcher Gala kommuniziert hatte und in Kontakt stehe. Und deswegen wird mit diesem Präsidenten und mit diesen Vorständen das aufgearbeitet, dass diese Täter noch vor dem Kadi kommen. Es gibt jemanden, der hat gesagt, Wing, du wirst es doch nicht stehen lassen, oder? Sag ich, nein, ich lasse das nicht stehen. Zuerst muss ich zur Gesundung kommen und dann werden diese Fälle aufgerollt. Und die werden richtig zur Kasse gebeten. Typen waren. Das hat echt der Jack selber ganz gut analysiert. Es war ja in der Zeit, in der er in Freiheit war, hat es natürlich die Frauen gegeben. Das war in diese High Society, die sich von diesem verruchten Mörder-Image angezogen gefühlt haben. Als er dann allerdings in der, sag ich jetzt mal, wirklich in der Scheiße war, also in der Haft war. Das heißt, haben Sie gehört? Die sagte auch solche Ausdrücke. Diese Menschen sind in der Lage, diese Täter, die mich empfindlichst verletzt haben, aufzuspüren, denn die verstehen am besten, was wer mir angetan hat. War es natürlich Mitleid. Und ich sage es ganz offen, ich hatte natürlich schon Mitleid mit ihm. Er hat mir in dieser Situation leid getan, aber er war auch keine... Dann schauen wir mal.